Feuerwalze erscheint unaufhaltsam. Dichter Rauch hängt über den Straßen. Hunderte Menschen sind auf der Flucht vor der Flammenhölle. Sie rennen um ihr Leben. Hatten nicht erwartet, dass sich das Feuer so schnell aushalten würde. Es brennt wieder in den Armen. Die Verzweiflung der Menschen mischt sich Wut. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Terrorfahndung. Die USA sollen weiterhin Zugriff auf die Bankverbindungen europäischer Bürger haben. Ich nenne es nicht gerne Gier, sondern ich nenne es lieber die Bereitschaft, Geld zu verdienen. Armut und Arbeitslosigkeit beherrschen den Alltag. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Lage vieler Menschen verschlechtert. Zeichen der Gewaltbereitschaft. Massiver Präsenz von Sicherheitskräften signalisiert die Staatsgewalt, dass sie gegen Ausschreitungen jeder Art vorgehen wird. In den nächsten Tagen wird noch eine Zunahme der Gewalt erwartet. Es ist eine äußerst brenzlige Situation. Und es sind Krawalle, die sich angekündigt haben. Terror kann jederzeit auch nach Deutschland kommen. Reagierte und es kam zu Masseninhaftierungen. Wenig später bricht Gewalt aus. Das Militär schießt scharf. Mehrere Menschen wurden verletzt. Ein Kind starb und es sollten noch viel mehr Opfer werden. Es gibt viele Dinge, die lassen sich einfach nicht in Worte fassen. Und manche Sachen kann man nicht für jedes Opfer packen, ohne sich was vorzumachen. Blut wird dann Ressourcen haften und die Verantwortlichen lassen sich nicht vom Ort verhaften. Aufgefestigt vor der Wache, sie wollen uns die Vorschrift machen. Wo mit Stacheln vorsichtige Ziele und wollen Gehorsam schaffen. Sie supporten Hass durch den Massentransport von Waffen. Unser Leben hat den Wert von neugeborenen Forschungssachen. Eine Nomad-Sachen schwebt über den Portokasten. Nutten aus der Torte, wie kann Politik noch Ordnung schaffen? Corpus Delicti, es gibt sie mit dem Porsche-Wappen. Während sie in Osteuropa weiter Kinderpornos machen. Shit, wir ficken uns selbst, unser Blick ist zerfälscht. Wir sind blind, in unseren Augen blinkst du das Geld. Wir sitzen in Zellen, wie ruhig gestellt die Rebellen. Und schreiben Postkarten mit schönen Grüßen an die dritte Welt. Es gibt keinen Appell, doch es gibt für alles ein Gesetz. Halt dir die Knarre an, hält und du hast ein Menschenrecht verletzt. Die Ängste sind weg, solange das Messer in uns steckt. Sie nennen es Terror, ein Schlag, ich denn das Schwert, alles ist weg. Und es kommt nicht so vor, als würde die Welt brennen. Sie zerbomben ein Dorf und sammeln dann Geld spenden. Ein Soldat in Uniform, wenn ich weiß, für wen er grad kämpft. Jetzt sind wir uns selbst blind und sehen, wie die Welt brennt. Denn es kommt nicht so vor, als würde die Welt brennen. Sie zerbomben ein Dorf und sammeln dann Geld spenden. Ein Soldat in Uniform, wenn ich weiß, für wen er grad kämpft. Jetzt sind wir uns selbst blind und sehen, wie die Welt brennt. Auch dadurch, dass die Maßnahmen der Politik zum Teil als willkürlich und unberechenbar empfunden werden. Man kann sich schwer einstellen, auf was kommt. Und also wem wird jetzt geholfen, zum Beispiel und wem nicht. Meine Sicht der Dinge schimmert bloß noch monochrom. Mein Monolog reflektiert ein rosa Rot. Bodenlose Diktatoren stehen heute Lohn und Brot. Bürgerkriege, Menschenhandel, Sklavenhalt und Korruption. Wir sind es schon so gewohnt, niemand zieht das große Los. Schonungslos, Reporter berichten aus den Todeszonen. Wirtschaftliches Monopol, Krieg ist eine Sensation. Und der Vatikan vermarktet seine Religion. Illusion, Petition, England darf nicht zählen, Klon. Und die USA sind verschuldet mit über 11 Billionen. Die Welt im Kältesog, Israel bestellt Kanonen. Und in Palästina warten Soldaten auf den Heldenthron. Es ist ein Handelsprinzip, verbannt vom TV. Und irgendwo legt ein Pfarrer dem Mädchen die Hand auf die Knie. Man kann nicht entfliehen, sie vergiften ein ganzes Gebiet mit Schweinegrippe und andere Pandemie. Wir sind alle so Batterien, sie behandeln uns wie und zwingen uns für sie den Kampf am sogar zu ziehen. Wie kann die Bank drauf verdienen, wenn ein Panzer das Land erschießt? Und wieso gibt es neben Rassisten noch den Antisemit? Es wird Zeit, dass man es sieht. Sie schweigen bei Gewalt und Mord. Schon bald kann keiner mehr entfliehen. Und wir haben diesen Und es kommt nicht so vor, als würde die